Hallo, ihr Quirlinge. Bruder Arik und seine Gefährten sind an Bord der Defiant in den nächsten Schiffkampf geraten gegen einen vaelianischen Freibeuter. Radulf heißt er. Goldlöckchen. Seine Galeone werden wir mal versenken. So, weiter. Kampf. Ich bin besser im Wind, das ist schön. Ich bin aber noch zu weit weg. Volle Kraft voraus. Und er... Ah ja, er will mich gleich mal hier anschießen, der Sack. Position halten. Er schießt. Daneben. Edge. Scheiße, volle Kraft voraus. Er wartet. Jo, der wird wohl wieder schießen. Er hat garantiert noch mindestens eine Kanone auf seiner Seite da. Halten. Was machst du? Volle Segel. Ah, ich muss ja irgendwann mal. Hab Backbord. Ah, der wird schießen. Wenn ich hier... Oh, das ist gar nicht so schlecht. Der hat auf... Moment mal. Das hier ist der Bug, das ist das Heck. Das heißt, das hier ist eine linke Seite, aber er feuert mit der rechten, mit der da. Das ist nicht gut. Egal. Feuer frei. Willkommen, Skruus aus dem Dürrwald. Der wird zurückballern. Macht er nicht halbe Segel, warum auch immer er das tut. Wartet. Halser. Er feuert. Festhalten. Aua. Position halten. Ah, er will sich jetzt hier verpissen. Ist mir egal. Feuern. Ich muss den Schaden machen irgendwie. Wow, 14 und 9. Geht doch. Und ich bin besser im Wind. Halsen. Ja, wenn du dich jetzt drehst, dann hast du ein Problem, mein Lieber. Er tut gar nichts, doch er dreht sich. Und bumm. 89 und 97%, das will ich was sehen. Glaubst du, deine scheiß Galeone, die nutzt ja hier irgendwas. Doch, nutzt ja was. Nur 6 Treffer, schade, das waren so gute Bedingungen. So, halsen. Er steht. Tja. Er wird jetzt feuern. Wenn ich zuerst feuere. Moment mal. Ja, Moment mal, wenn ich jetzt feuern würde, da habe ich jetzt nicht so große Trefferchancen. Naja, aber zuerst feuern hat er schon irgendwie auch ein paar Vorteile. Feuern. Eine könnte vielleicht treffen. Nein! Ich hatte gesagt, eine könnte vielleicht treffen. Mann. Ja, Schaden fressen ohne Ende. Er schießt noch mit einer Kanone, das verstehe ich nicht. Naja, halsen. Stopp. Okay, ich weiß, ich schieße nicht mehr voreilig, das bringt nichts. Feuer. Daneben habe ich ein Glück. So. 94%, 100%. Jetzt will ich was sehen, Leute. Jawohl. Er macht Stopp.
Halser. Er schießt. 5 Schaden. Vielleicht sollte ich mal anfangen, irgendwie selber zu reparieren, oder? Kann ich gerade noch gar nicht. Abbrechen. Ich habe noch nicht stabilisiert, richtig? Nee. Halten. Und er feuert. Und kriegt das alles zurück. Mit freundlichen Grüßen. Ach. Das sieht nicht gut aus. Und er feuert wieder. Und trifft wieder. Das kann ich aber endlich mal reparieren. Du wirst nämlich ein bisschen hier zu Werke gehen. Und du auch. Und du auch. So. Ihr repariert mal was. Den Navigator brauche ich doch auch nicht, oder? So. Bericht. Weiter. Ich finde besser im Wind. Ich muss aber erstmal halsen. Er stoppt. Er feuert gleich. Ich feuere auch gleich. Nee, er feuert nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Aber ich feuere. Ist mir scheißegal, warum du nicht feuerst. Segel und Rumpf. Ja, seine Segel sind schon ziemlich kaputt. Besser im Wind, halsen. Er feuert. 6 Schaden, schade. Position halten. Was auch immer er hier tut, er tut ja doch gar nichts. Doch, er rafft die Segel, was auch immer er da tut. Feuern. Bumm. Er hat fast keine Segel mehr. Ja, es ist manövrieren scheiße, wa? So. Wenn ich jetzt nochmal einen Bericht machen würde, ich kann aber nichts reparieren gerade. Schade. Abbrechen. Dann Halse. Feuert. Jetzt kann ich wieder was machen. Bericht. So, ihr repariert wieder. Ohne Reparatur kann ich diesen Kampf nicht überstehen, weil einfach meine Jolle hier viel zu wenig strukturelle Integrität hat. Bericht. Jawohl. Weiter. Ja, dreht sich. Ich halte die Position. Ach komm, Feuer. Werd schon irgendwas treffen. Hast keine Segel mehr. Was auch doof ist, weil du stehst jetzt in einer scheiß Position zu mir. Er kann sich noch drehen, erstaunlicherweise. Das kann ich aber auch. Chancen sind zu schlecht. Halten. Er hält. Ich komme zuerst in den Wind und Feuer. Irgendwie wehrst du dich nicht so, mein Goldlöckchen. Ist nur eine Frage der Zeit, bis ich dich runtergebombt habe. Kannst von Glück reden, dass deine Besatzung noch nicht... 4 Schaden am Rumpf. Das ist nicht so schön. Halsen. Stabilisieren. Was machst du jetzt? Auch. Du bist näher dran. Schade. Du, also früher dran. Du schießt. Aua. Jetzt muss ich leider berichten. Weil sonst kann der ein bisschen Glück haben und dann habe ich Pech und so weiter. Ja, ihr versteht, was ich meine. Danke. Bericht. Weiter. Oh, schlechte Wahrscheinlichkeiten.
halten. Ebenfalls. Bumm. Ich bin übrigens zu weit weg für die Gewalder-Schnauze, stelle ich gerade fest. Warum reparierst du eigentlich nicht mal deine komische Galeone? Hast du keine Reparaturvorräte oder was? Halsen. Ich bleibe bei meiner Erfolgstaktik. Er schießt. Ja, deine Dürbelder-Schnauze kann natürlich genauso wenig auf die Entfernung zuverlässig treffen wie meine. Und du drehst dich nicht mal weg. 100% Feuer. Dein Ding ist jetzt kaputter als meins, mein Lieber. Du solltest echt einen Bericht in Erwägung ziehen. Stattdessen feuerst du. Mit Dürbelder Schnauze. Mhm. Das zwingt mich immerhin zu einem Bericht. Oh, sie ist verletzt. Gehst du mal dahin. Dauert jetzt ein bisschen länger, aber das, ich hab ihn gleich. Weiter. So. Wird nachgeladen. Ich bin noch gar nicht so weit. Ich habe noch nicht gehalst, richtig? Na, mach eine Halse. Was machst du jetzt? Vorbereiten auf den Aufprall. Ich will dich doch gar nicht rammen. Dazu ist mir dein Schiff viel zu unwichtig. Schlecht. Position halten. Bitte gut in den Wind kommen. Ah! Aber er tut nichts. Bumm. Schaden am Rumpf. Er repariert auch nicht. Er macht keinen Bericht. Das verstehe ich nicht. Schaden ist glimpflich. Halsen. Er macht nichts. Ich muss Position halten. Er bleibt besser im Wind mit keinen Segeln. Erstaunlich. Feuern. Mein Lieber, ich hab dich gleich. Weißt du das? Da kannst du feuern, was du willst. Deine Schnauzen treffen sowieso nicht. Doch! Und Redi treffen. Es zwingt mich zu einem Bericht. So, Bericht. Nicht auf den letzten Metern hier verlieren, das wäre sehr suboptimal. Halse. Stabilisieren. Was machst du? Nichts. Komm. Alt Engrim. Mit dem Säuferauge. Das wird wohl was werden. Jawohl. Treffer und versenkt, würde ich sagen, mein Lieber. Meereswasser strömt in die Löcher im Rumpf der die goldene Glocke. Im Nu liegt das Schiff halb unter Wasser. Eine Explosion im Frachtraum zerreißt das Schiff. Schwarzpulver, jawohl. Und sie geht unter. So. Was habe ich denn da? Moral erlangt 11. Tiefer Einschnitt ist irgendwie eine Wunde. Verbrannte Haut. Erfahrung. Rang. Halt. Was? Wie komme ich denn hier wieder hoch? Keine Ahnung. Es ist jetzt weg. Naja. Ich finde was. Ich finde den Triumph von Randulf. Gold. Zwieback. Grog. Einen außergewöhnlichen Streitkolben, finde ich. Außergewöhnlicher Zweihänder. Und Kisten mit rohem, leuchtenden Atra. Atra-Schüge leuchten in diesem schwachen Licht in dieser Truhe. Ah, schön. Ich werde das Geld jetzt nicht mit den Leuten teilen, weil die Motivation ist hoch genug und ich brauche es dringend. Alles nehmen und fortfahren. So. Wie sieht's hier aus? Ihr seid beide verletzt. Ich habe einen Doktor. Das ist gut. Ich habe jetzt keinen Navigator. Das ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe irgendwie Vogelscheiße-Segel. Was? Wieso denn das? Ich habe doch hier ein tolles Segel.
Mann. Ich habe das da vorne schon mal ausgepackt und hier ist auch irgendwie was alles vollgeschissen. Fürchterlich. Ich muss dringend weiter an mein Schiff investieren. So. Das hat sich Goldlöckchen wohl anders vorgestellt. Und ich setze mal meine Fahrt nach Negetaka fort, aber erstmal speichern. Ich habe jetzt keine große Lust, weiter in Kämpfe zu geraten. Aber je näher ich Negetaka komme, wo die Valian-Jandes-Gesellschaft sitzt, desto weniger Piraten sollte ich hier eigentlich haben. Sollte man glauben. Ach, du Kacke, Meeresbegegnung, ein Nebel rollt heran. Ach, nö. Kann man denn nicht mal nach Negetaka segeln? Wie aus dem Nichts steigt auf einmal über dem Meer dichter Nebel auf. Von deinem Schiff aus kannst du nur wenige Meter weit sehen, richtig. Die Winde ersterben sofort, als der Nebel aufsteigt. Die Wellen beruhigen sich und die Defiant bleibt zurück, ruderlos dahintreibend. Das Ächzen des Rumpfes ist das einzige Geräusch, das zu hören ist. Es klingt wie ein entsetztes Seufzen voller Furcht vor dem, was geschehen wird. Unheimlich grüne Lichter durchdringen den Nebel. Langsam nähert sich die Silhouette einer enormen Galeone. Schwarze Segel, zerrissen und verrottet, fangen den Wind aus dem Jenseits ein und bringen das Schiff rasch vorwärts. Die Kapitänin, ein Skelett in einer fleckigen Rüstung, beobachtet dich mit einem bösen Starren vom Achterdeck der verfallenen Galeone aus. Sie klopft sich mit zwei Fingern gegen die Brust und zeigt dann direkt auf dich. Was die Göttin des Todes gezeichnet hat, lasse ich unberührt. Sie nickt ernst einmal und steuert ihr Schiff dann mit einem Neigen ihres Schädels davon. Aha, das ist definitiv der fliegende Henker. Als der fliegende Henker oder die fliegende Henker wendet, schlurfen ein paar untote Seeleute über das Deck, begierig darauf, einen Blick auf deine Mannschaft zu erhaschen. Sie kratzen an der abgeblätterten und halb verfaulten Reling. Auf ihrem offenen, sichtbaren Rückgrat rollen die Köpfe. Das Schiff verschwindet wieder im Nebel. Es vergehen ein paar Minuten, bis der Nebel sich vollständig gelegt hat. Die Winde erheben sich wieder, bringen deine Segel zum Flattern. Das Meer ist klar und leer. Von dem anderen Schiff ist nichts zu sehen. Aha, na hier geht ja was ab. Wo segelst du eigentlich hin? Achso, da wo ich dich hingeschickt habe. Negetaka! In Takatuka-Land. Oh, hier gibt's hier zu erkunden. Oh, was denn? Das ist ja eine größere Stadt. Oh, weia. Da kommt einer. Es ist aber ein Händler, der wird keinen Stress haben wollen. Fahrt mal da rein. So, Negetaka, hallo. Erfolg, Negetaka erreichen. Und die Kamera macht, was sie will. Oder? Ist das Absicht? Hier gibt's viel zu schnacken, viel zu klauen, viel Ärger. Und da sind sie, die Helden. Hihihi. Oh, weh, weh, weh. Oder ist für das Begrüßungskomitee. Ach, herrje. Immerhin, sie haben keine Mistgabel dabei. Als du den Kai entlangläufst, wird dein Kommen von einem Kader Aumauaner in schwerer Rüstung bemerkt. Ihre Anführerin kommt mit ihrem Trupp mit schnellen Schritten auf dich zu. Die Hafenmeisterin mustert dich mit geschürzten Lippen von oben bis unten. Sie sieht an dir vorbei auf ein Schiff hinter dir. Ein Schiff aus dem Dürwald. Du bist weit weg von zu Hause. Bauer, wie hast du es bisher geschafft in deiner Nussschale? Die Aumauanerin streckt ihren dicken Nacken vor, um sich den Rumpf deines Bootes anzusehen. Ihr Gesichtsausdruck ist halb ungläubig, halb mitleidig. Wer sagt, dass wir Bauern sind, bloß weil wir aus dem Dürwald kommen, sagt Edea, völlig richtig. Und Kaoha, bist du etwa kein Bauer? Und Edea, doch, schon, aber du kannst das nicht einfach so annehmen. Wir haben auch Unruhestifter bei uns. Das war ein echter Edea. Als sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf dich richtet, wird die Aumauanerin formeller. Ich bin Kaoha, die Hafenmeisterin. Ich muss nach dem Grund deines Anlegens in Negetaka fragen. So.
So. Also, ja, fehlt es leider an Intelligenz, an die Gewandtheit. Was, es fehlt dir an Gewandtheit? Oder Todesfeuer? Ach, der Todesfeuer-Archipel, Hintergrund fehlt ja, ja. Ich bin hinter einem Riesen aus Adra her und muss mit jemandem im Palast darüber sprechen. Das wäre ob eine Option. Berat hat mich damit beauftragt, Eotas zu finden. Das sollte ich ihr nicht sagen. Das glaubt sie mir sowieso nicht. Brauche ich wirklich einen Grund? Wäre viertens. Und fünftens, ich komme mit feinstem Heu aus dem Dürrwald. Ballen davon. So viele Ballen. Oder sechstens, und muss ich dir antworten, dass du dich verpissen sollst? Geh mir aus dem Weg. Na gut, also das ist dieser Riese, dieser Adra-Riese hier durchs Todesfeuer-Archipel latscht, das wird ihnen nicht verborgen geblieben sein. Und dass man sich auf dessen, an dessen Fersen geheftet hat und hier mit jemandem darüber sprechen will, das ist auch nichts, was so unglaublich geheimnisvoll ist. Deswegen Option 2. Ich bin hinter einem Riesen aus Adra her und muss mit jemandem im Palast darüber sprechen. Die Hafenmeisterin kichert in sich hinein, ebenso wie die Frauen und Männer hinter ihr. Oh, ihr seid so dämlich. Ja, darüber solltest du wirklich dringend mit jemandem sprechen, am besten mit den Beseelern im Turm. Sie tippt sich dreimal leicht auf die Stirn und sieht dich kurz zu ihrem Kameraden um. Um dein Oberstübchen wieder in Ordnung zu bringen. Weißt du was, du sammelst gerade Negativpunkte, aber so richtig. Die Wachen brüllen vor Lachen und klopfen der Hafenmeisterin für ihren gelungenen Witz auf die Schulter. Du fühlst ein unangenehmes Brodeln tief in deinem Inneren. Du bist ja nicht sicher, ob diese Empfindung körperlich oder geistig ist, aber sie führt unmittelbar zu Übelkeit und in deinen Ohren hörst du das Blut rauschen. Durch den Lärm hörst du die Stimme einer dir bekannten Frau. Sie spricht langsam und jedes Wort ist begleitet von einem Ton, wie das Läuten einer kleinen Glocke. Der bleiche Ritter, zeig ihnen, was du bist. Das erste Mal, dass Berat mir hilft. So. Auf die Falte am Rand des Zwischenreichs konzentrieren. Wieso, was ist da? Zeig ihnen, was du bist. Auf die Falte am Rand des Zwischenreiches konzentrieren. Das kann ich nämlich gerade nicht deuten. Du schließt deine Augen und wendest deinen Geist ins Innere. Du schließt die Geräusche des Hafens und der bedrohlichen Gruppe Wachen aus. Schon bald hörst du nur mehr das Rauschen des Blutes in deinem Kopf und das gedämpfte Leuchten einer weit entfernten Glocke. Der bleiche Ritter. Ja, das ist es. K.O.H. Was ist denn mit dir los? Was machst du da? Wenn du uns mit irgendwelchem Medium-Hokuspokus Angst einjagen willst, spar dir die lila Flammen für die Stämme der äußeren Inseln. Das Getöse in deinem Kopf beginnt abzuklingen. Das Läuten der Glocke wird klarer und rhythmischer. Zwei aufeinanderfolgende Schläge, gefolgt von einer kurzen Pause. Du bemerkst, dass das Läuten im Einklang mit deinem Herzschlag ertönt. Du öffnest deine Augen und die Hafenmeisterin gestikuliert wild, vermutlich um deine Aufmerksamkeit zu erregen. Sie schreit dir ins Gesicht, aber du hörst keine Worte, nur das Läuten der Glocke, während sich dein Herzschlag verlangsamt und verlangsamt und verlangsamt und verlangsamt. Jetzt Dialog beenden. Was ist das? Was sind die eingesammelten Seelen? Hahaha! Ich glaube, mir steckt da ein Geist in meiner Nase. Hatschi, ja, das ist besser. So, was war das gerade hier? Neketaka erreichen für hier Showdown und so weiter. Erreiche den Kahanga-Palast im Bezirk der Schlangenkrone. So, und Dringilein hat gerade durch diese Sache genug Erfahrung gesammelt, um aufzusteigen. Jawohl. Und damit beschäftige ich mich, liebe Quirlinge, im nächsten Teil. Bis dahin.